Tja, meine Damen und Herren, und an dieser Stelle verlassen wir den Beitrag, denn gerade sind die Wagen der Bundeskanzlerin und des chinesischen Ministerpräsidenten vorgefahren in Berlin. Sie sehen da den Shake-Hand am roten Teppich und den Fototermin. So, während sich die Politiker dort ein bisschen formieren, stelle ich Ihnen vielleicht kurz meinen Gesprächspartner hier vor. Enrico Felz ist im Studio von der Universität in Bonn. Herr Felz, sehen können Sie die Zuschauer im Moment zwar nicht, aber Ihre Stimme können Sie hören. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Einen schönen Tag, danke. Deutschland und China, ist das eine Erfolgsgeschichte? Das ist bis jetzt eine sehr große Erfolgsgeschichte. Beide Länder kooperieren sehr eng in wirtschaftlichen Fragen, zunehmend auch in politischen Fragen. Wir haben über 60 Dialogforen mit den Chinesen zusammen. Wir haben eine umfassende strategische Partnerschaft beschlossen 2011. Das heißt, hier haben wir ein sehr tiefes Level an politischer Kooperation. Aber es ist ein Level politischer Kooperation, was auch durchaus Probleme in sich trägt. Da sei mal so das Wort Menschenrechte kurz angesprochen. Der Rechtsstaatsdialog, den es ja schon seit vielen Jahrzehnten gibt, auch mit China, das sind alte Themen, in denen sich eigentlich wenig bewegt. Absolut, da haben Sie recht. Wobei man da sagen muss, steter Tropfen höhlt den Stein. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit den Chinesen hinter den Kulissen verhandelt, man bessere Ergebnisse erzielt bei der Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft und der zivilgesellschaftlichen Kooperation, als wenn man das offensiver macht. Das heißt, also gerade gab es ja so einen kleinen Schritt nach vorne aus deutscher Sicht. Die Nichtregierungsorganisationen in China haben einen Sonderstatus behalten, also wurden nicht, sagen wir mal, unter Kuratel gestellt. Das war dem diplomatischen Geschick der Deutschen zu danken? Absolut, wobei man da immer noch sagen muss, es ist noch sehr vieles im Argen. Es ist nicht geklärt, wie die Kooperation mit diesen Partnern ablaufen sollen. Für die Konrad-Adenauer-Stiftung beispielsweise wäre das die örtliche Handelskammer. Nach wie vor ist es nur eingeschränkt möglich, Kritik am politischen System zu äußern, an der kommunistischen Partei. Das heißt, hier ist noch nicht das Level an Pluralismus möglich, was wir uns aus deutscher Perspektive vielleicht erhoffen würden. Und das ist ja auch sehr fragil, denn es kann jederzeit auch wieder kippen. Absolut, das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Wir hören die Hymnen. Ja, die chinesische Hymne war das und die deutsche folgt danach. So, nach der militärischen Begrüßung folgt jetzt das Abschreiten der beiden Regierungschefs der Ehrenformation.
Enrico Fels, das war jetzt die offizielle Begrüßung, das Willkommen heißen in Deutschland durch die Bundeskanzlerin. China verfolgt ja ein ganz klares Ziel, nämlich die Nation wieder aufblühen zu lassen. Wie passt das denn zusammen mit einer Zusammenarbeit mit anderen Staaten? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Zum einen möchte natürlich China wachsen und zum Wachstum braucht man internationalen Handel. Das heißt, sie brauchen gute Handelsverbindungen, die Chinesen. Zum anderen wendet man sich auch immer mehr wichtigen globalen Themen zu, unter anderem der globalen Entwicklungsarbeit, aber auch dem Klimaschutz, ein wichtiges Anliegen, gerade in diesen Tagen. Aber insbesondere über den Weg des Wachstums durch Export. Das ist der Weg des chinesischen Aufstiegs. Also das ist das Mittel, was China angenommen hat. Aber auch dieses Seidenstraßenprojekt, also das ist ein Bau einer großen Infrastruktur quer durch die Kontinente eigentlich. Auch das eine Möglichkeit des Wachstums. Da gab es eine große Konferenz. Auch Deutschland war vertreten, allerdings nur, sage ich, mit der Wirtschaftsministerin. Andere Staaten hatten Staatschefs, Ministerpräsidenten geschickt. Also da sieht man so ein bisschen, es hapert. Ja, das war ein deutliches Signal. Das liegt unter anderem daran, dass europäische Unternehmen in China kein Level Playing Field haben, keine fairen Wettbewerbsbedingungen. Und es ist bezeichnend, dass als Frau Tsipras und andere europäische Minister gefordert haben, dass man in die Abschlusserklärung dieser Konferenz eben nicht nur den generellen Kampf gegen Protektionismus, sondern auch gerade die Öffnung der Wirtschaften und die Nichtdiskriminierung von ausländischen Unternehmen festschreiben wollte, dass man das von chinesischer Seite nicht wollte, mit der Folge, dass die europäischen Unterschriften unterblieben. Wo genau werden denn die europäischen Unternehmen behindert? Durch hohe Zölle? Es gab mal auch einen Zwang zum Joint Venture, das ist so ein bisschen zurückgenommen worden. Ja, der Joint Venture-Zwang besteht in vielen Bereichen nach wie vor noch. Es geht um die Vergabe von öffentlichen Mitteln, es geht um Intransparenz, es geht um rechtliche Unsicherheiten, es geht darum, dass Umwelt- und Sozialstandards unterschiedlich angewandt werden auf ausländische Unternehmen und einheimische Unternehmen. Und all das sorgt im Grunde dafür, dass wir eine große Frustration auch in der deutschen und europäischen Unternehmerschaft dort vor Ort haben. So weitgehend, dass sogar der deutsche Botschafter in Peking sagte, Peking betreibe einen ökonomischen Nationalismus. Und das wird jetzt auch Thema sein heute in Berlin bei den Gesprächen, aber auch morgen in Brüssel. Da wird das ja auf europäischer Ebene weiter besprochen werden. Sie haben eben noch etwas anderes angesprochen, dass nämlich China ja auf internationaler Bühne sich weiter engagieren will, auch politisch wichtiger und mächtiger werden will. Wie groß oder wie breit ist denn wohl das Lächeln über die Aktionen eines Donald Trumps, der ja eben genau die Gegenbewegung eintritt, in die USA immer mehr von den internationalen Organisationen abziehen möchte, sei es Klimaschutz oder UN? Ja, Trump ist in der Tat aus chinesischer Sicht sehr, sehr schwer einzuschätzen. Gerade weil er seine Position doch relativ häufig ändert und auch auf Wegen kommuniziert, etwa über Twitter, die diplomatisch im Grunde unmöglich sind und damit im Grunde auch sehr konfrontativ vorgeht. Die Chinesen nutzen genau diese Zweiteilung, die Trump im Grunde damit zwischen Europa, also bei den atlantischen Nationen gemacht hat, um eben die Beziehung zu den Europäern auszubauen. Das ist einer der Gründe auch für natürlich jetzt die Reise hier nach Deutschland, dann morgen nach Brüssel. Und im Grunde ist es schwer einzuschätzen, was Trump wirklich will. Und das bereitet natürlich den chinesischen Führern Sorge. Wären denn die Chinesen bereit, zum Beispiel beim Thema Klima, wo wir ja immer noch nicht so ganz genau wissen, was Donald Trump will, für diese Woche ist die Entscheidung angekündigt, dort mehr sich zu engagieren? China engagiert sich dort schon bereits sehr. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass China seine angesprochenen Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens erfüllt, sollten die Vereinigten Staaten aussteigen. China ist momentan der stärkste Emittent von Klimagasen. China hat ein sehr ambitioniertes Elektromobilitätsprogramm, das kooperiert mit Deutschland im Bereich der alternativen Energien und möchte im Grunde dort eine Veränderung stückweise herbeiführen, denkt aber natürlich auch daran, dass man in weiten Teilen immer noch ein Entwicklungsland ist. Das sollten wir auch in Deutschland nicht vergessen. Und wenn eben Also auch ein zwiespältiger oder ein zweigesichtiger Partner, der eben in der Tat in vielen Fällen sehr, sehr weit ist, weitreichende Technologien aufkauft und auch vertreibt, aber auf der anderen Seite eben in vielen noch hinterher ist. Korrekt. Enrico Fels, vielen Dank an dieser Stelle erst einmal. Wir werden sehen, was die Gespräche dann tatsächlich an Ergebnissen bringen. Haben Sie vielen Dank.